dann die Stealth-Bogenschützen und nun mal hier das Barbarenfass. Diese zwei Karten fehlen uns noch, Barbarenfass und die Stealth-Bogenschützen. Alright, kennt ihr dieses Spiel noch? Wahrscheinlich so ein paar, ne? Ab und zu mal passiert in diesem Spiel, was da nennenswertig ist. Na gut, es gibt hier dieses hier Clash Royale League, wo man verdammt viel Gold gewinnen kann, wenn man relativ gut ist. Bisher haben 1500 Spieler das geschafft. Hört sich verdammt wenig an, ne? 1500. Viel mehr interessiert mich aber die neue Karte, Leute. Die neue Karte ist im Spiel, oder man kann es jetzt schon mal den Kasten begutachten und... natürlich auch die Gerüchteküche wird mal richtig schön einheizen. Jeder, der die Kartenleaks vom Oktober noch kennt... Alter, Oktober. Seit Oktober kennen wir diese neuen Karten, weil die Karten einfach immer wieder auch rausleuchten. Und Supercell das langzieht wie ein Kaugummi. Naja, wie auch immer. Wer die Kartenleaks vom Oktober kennt, der weiß, dass das eines der Karten noch, die uns fehlen, das Barbarenfass ist. Es ist genauso, wie es sich anhört. Es ist ein Fass, wo ein Barbar drin ist. Nicht mehr, nicht weniger, nicht... und auch nicht viel, viel mehr. Ob das gut ist oder schlecht, wer weiß. Aber, okay. Oh, wunderschön. Alles predicted. Ja, Barbarenfass ist das eine Ding, was uns fehlt. Und wenn ihr die Leaks nicht kennt, es ist genau das, was wonach ihr sich anhört. Man schmeißt ein Fass raus, ähnlich wie ein Kampfholz. Und wenn es trifft, dann kommt ein Barbar raus. Yep. Und genauso wie alle anderen Karten. Wow. Selbst in der Herausforderung ist man nicht davor geschützt, vor Schnitzelreiter und Feuerbällen und immer wieder die gleiche Prozedur. Toca Pelotas. Du warst so ein guter Kerl. Oh, der lässt sogar voll durch. Okay. Na dann. Aber der wird eh Tornado und hier Henker haben und dann kann mir diese Kombination schon mal gemütlich auf den Sack gehen. Wem geht das nicht auf den Sack? Spielt man das? Naja, Barbarenfass, auf jeden Fall. Spielst du das Fass aus, der Barbar kommt raus und dann kannst du vielleicht irgendwas mitmachen. Die Leute werden stark meckern, dass die Karte entweder zu schwach ist oder zu stark. Supercell wird irgendwas machen, dann werden die Leute wieder meckern. Und ja, das Spielchen wiederholt sich alle zweimal. Und neues Update für Clash Royale brauchen wir auch nicht. Das Spiel ist ja spannend genug. Die Leute spielen fast nur noch Fortnite. Fortnite für Handys kommt jetzt bald raus. Und wozu braucht man auch noch ein spannendes Update für Clash Royale, ne? Kommt, Leute. Bringen wir eine Karte raus, die seit Oktober schon im Spiel ist und die Leute auch schon kennen. Ne, warum auch nicht? So. Okay. Tornado hat er wasted. Kriegen wir noch einen Golem davor? Ja, vom Schützen schon. Zack. Und. Aber wieder Henker. Ja, vor Henker und Tornado werde ich hier nicht rauskommen. So. Ah, es tut weh, wa? Alright. Wahrscheinlich wieder Tornado, ne? Wo ist dein Tornado? Komm. Ich weiß, dass du noch Tornado willst. Das ist doch dein Ding. Das ist dein Dingeringering. Dein Dingeringering. Versteht vielleicht? Nein. Ach, ich verstehe es doch genauso wenig, Leute, was ich hier erzähle. Ihr tut es doch immer, als ob ich weiß, was ich von dir erzähle. Dass ich mir das alles irgendwie, dass ich alle Ideen schon im Kopf hatte. Nein. So, komm schon. Ihr wird wahrscheinlich mit Tornado jetzt noch wegziehen, ne? Ja. So, komm schon. Okay. Oh! What? Ich hab das mit schon gesehen. Er hätte nur ein paar Mal Feuerball rotieren müssen, ne? Toca Pelotas, anscheinend gehörst du nicht zu den 1500 guten Spielern, aber ich auch nicht. Ist auch egal. Welche Karte fehlt uns noch? Ach, die Stealth-Bogenschützen, ne? Die fehlen uns noch. Von den vier Karten, die damals angekündigt war, das war der Königsgeist, der Magieschütze, dann die Stealth-Bogenschützen und nun mal hier das Barbarenfass. Diese zwei Karten fehlen uns noch, Barbarenfass und die Stealth-Bogenschützen. Und eines von diesen Karten wird es wahrscheinlich sein. Außer es ist wie hier. Oh, sehr schön. Oh Mann, nicht schon wieder Hock. Außer es ist hier wieder der Jäger und die Seppis. Das war ja auch eigentlich eine Überraschungskarte. Das war voll eine Überraschungskarte. Und diese Überraschungskarte hat uns überrascht. Bam. Ach, komm schon. Oh, wie ich dieses Spiel hasse.
Wie ich dieses Spiel hasse. So. So verreck einfach. Ah, die Leute denken, die können das doch noch. Die sind ja so Leute, so ein Typ da, der denkt, der kann das auch noch. Nö, kannst du nicht. Zack, ich hab einen Sepp. Weißt du auch, was ich auch noch kann? Hier. Mini-Packer raushauen. Ja, das kann ich auch. Das kann ich auch. Das wirst du gleich gucken. Guck, 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 guck. Zack. Und schon bist du genatzt. Oh, der setzt einen Feuerball auf den verschwendeten Elixierpumpe. Jetzt muss noch ein. Er lässt einen Mini-Packer durch. Zwei Punches, bitte. Dankeschön. Nehme ich mit. Bloß eine Full-Life-Pumpe. Irgendwo wird jetzt hier der Hawk Rider rauskommen. Und dann rutschen wir da durch. Stealth-Bogenschützen, ich weiß es nicht. Wir haben vor kurzem eine Fernkampfeinheit bekommen mit einem Magieschützen. Deswegen schließe ich diese Karte aus. Und für mich ist es wirklich mal das Barbarenfass. Barbarenfass wird wahrscheinlich wie das Koboldfass sein. Es wird wahrscheinlich eine Art Zauber. Beziehungsweise vom Spiel her wird es als Zauber klassifiziert. Und zack, da ist er. So. So. Okay. Alright. So, der Turm ist auf jeden Fall safe. Auf der rechten Seite. Brauchen wir nichts zu machen. Brauchen wir nichts zu machen. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Der braucht gar nicht zu defenden. Und der gibt gerade sehr viel aus zum Defenden. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Er gibt nochmal Feuerball aus. Gib doch alles aus, Mann. Gib doch alles aus. Ist doch alles egal. So, zack. Ich will endlich mal. Oh, der Inferno-Drache, der nervt. So. Endlich mal. So, endlich mal. Okay. Kannst du diesen Push aufhalten? Tabasco-Soße. Tabasco-Soße. Ich weiß nicht, was sein Name bedeutet. Wahrscheinlich Tabasco-Soße. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber ich würde mal sagen, das ist ein dickes, fettes Freakground von mir. Weißt du warum? Weil ich zu den 1000. Nee, nicht so wirklich dazu gehöre. Aber ist egal. So, was ist eure Meinung? Barbarenfass oder Stealth-Bogenschützen? Ich weiß gar nicht, wie man den deutschen Namen dafür sagen kann. Vielleicht Schleichschütze? Vielleicht Schleichschütze, Leute. Könnte das ein Name sein für die Stealth-Bogenschützen? Und wie gesagt, wir hatten schon jetzt einen Magieschützen. Es ist eine Fernkampfeinheit. Geh doch. Warum wartest du denn einfach nicht, bis du denn voll bist? Echt jetzt, Mann? Ich hätte schon die Pumpe vorher aussetzen. So. Joa. Er hat die Karten rotiert, ne? Tja. Hat wohl auch nicht so geklappt, ne? Echt jetzt? Okay. Okay. Ich weiß nicht, wie sein Deck funktioniert, aber es funktioniert vielleicht. Autsch. 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 Okay. Pumpe raus. Hier ist noch meiner raussetzen. Ah. Da habe ich mich jetzt selber genatzt, ne? Da habe ich mich jetzt echt selber genatzt. Das war dumm. Ich hätte einfach ein paar Elixier mehr abwarten müssen, dann wäre das alles easy gewesen. Aber habe ich nicht. Was ist das? Was ist mit dem Kerl los? Hast du ein bisschen zu viel Kaffee getrunken? Soll er machen? Soll er machen? Er hat gerade viele Karten ausgegeben. Hat sich bestimmt gelohnt. Okay, der hat wirklich Kaffee getrunken. Der spammt das raus. Karten raus, Karten raus, Karten raus. Da hat die bloß nicht zu wenig. Vor allem bloß nicht zu viel. Und zack. Aber jetzt musst du halt zusehen, dass du das defended kriegst. Level 5 Seppis plus Spiegel? Und der Spiegel ist noch verdammt hochgelevelt? Okay. 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 Die Seppis reichen nicht ganz aus für einen Golem, aber die Bogenschütze, die Musketiere sind schon da. Zack. Okay. So, das muss ich verteidigen. Zack. Zack. Okay. Oh, das auch noch. Alright. Spam-Karten raus. Das ist bestimmt eine gute Taktik, einfach mal die Karten rauszusetzen. Hau alles raus, Alter. Stein09. Hier, tob dich aus. Du bist der Star heute. Du bist der Star in diesem Video. Die Leute werden dich feiern. Ein Herzchen für Stai und seine Hyperaktivität, dass er gerade Karten raushaut, als ob es kein Morgen gäbe. Oh, ich sollte öfters Herausforderungen spielen. Ist das immer so? Ist das immer so, Leute? Nee, ich frag nur für einen Freund. Okay. Zack. Zack, alright. Der Turm sollte mir gehören.
Da ist nicht mehr viel. Da ist nicht mehr viel. Da ist er down. Da ist er down. Komm, siehst du diesen Sepp hier? Da macht er einfach Flumps. Und ja, spam ruhig auf beide Seiten raus. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ein bisschen da chippen, ein bisschen da chippen. Nee. Schaffst du schon, schaffst du schon. Komm, mach. Ah, nicht mal eine Krone. Bester Gegner ever. Kann man sich nicht beschweren, oder? Wenn es eine Überraschungskarte ist, ist die Frage natürlich, welche Überraschungskarte? Das ist viel spannender. Legendary können wir jetzt wahrscheinlich wirklich ausschließen. Wenn jetzt noch eine Legendary rauskommt, dann ist es das größte Armutszeugnis, dass Supercell hier versucht, noch dieses Spiel zu retten. Weil die wissen, dass Legendary die beliebtesten Karten sind, versuchen die so, haben die jetzt auch noch den Magieschützen rausgehauen, ne? Aber ein bisschen mehr Hype zu produzieren. Aber wir haben jetzt zwei Legendäre hintereinander bekommen. Der Königsgeist und der Magieschütze. Es wird Zeit mal für wieder eine normale Karte, ne? Da kann man ja auch noch ein paar tausend Euro mit verdienen. So. So. Bam. Okay, siehst du? So läuft das. So läuft das. So läuft das. Ah, schade. Zack. Ah, der trifft auch noch den Mini-Packer. Oh, nee. Nee, Manfred. Nee, Borja heißt er, ne? Nicht Manfred. Okay. Schlumps. Schlumps. Oh, satte drei Schüsse. Das, oh, ne, nicht so ein Spam-Deck, ey. Ja, es ist ein Spam-Deck. Kriegen wir das noch geregelt? Ich weiß es nicht. Ist nicht einfach. Spam-Decks sind immer schwierig, besonders wenn es in die zweifache Elixierphase geht. Sind die super, super schwierig. So, wir setzen Elixierpumpe raus. Zack. Ah, schade, überlebt. Uiuiuiui. Ganz exquisite Karten hier, Alter. So. Okay. Ja, doch, irgendwie so muss ich das hinkriegen, oder? Es wird nur ein Mords Aufwand sein. Er hat Mega-Ritter. Meine einzige Verteidigung gegen Mega-Ritter ist halt der Mini-Packer. Und der ist gerade ganz, ganz, ganz weit weg von der Rotation. Eine Pumpe. Eine weitere Pumpe zu rotieren wird knifflig. Okay. Zweifache Elixierphase. Dieser Golem muss durch, als ob er nichts anderes in seinem Leben durch hatte. Und müsste auf jeden Fall eine Menge Elixier haben im Vergleich zu ihm. Und zack. Okay, kein Mega-Ritter bisher. Kein Mega-Ritter. Oh, aber dafür eine Menge Karten. Eine Menge Karten, eine Menge Defense. Okay, Mini-Packer ist dran. Wunderschön. Genau das wollte ich. Das war das, was wir brauchten. Okay, der linke Turm ist down. Der linke Turm ist down. Kannst du nichts machen. Wir nutzen einfach nur den Elixiervorteil, den wir uns jetzt erspielt haben, mehr oder weniger. Und versuchen unser Bestes. So. Ah, okay. Zack. Okay. So, oh, das wird schwierig. Verdammt schwierig. So, der Gift ist halt ziemlich ätzend. Wow, Magieschütze. Das war ja mal eine Top-Performance. Hast du mal ja fein gemacht. Alter, war das eine Nullnummer? Habt ihr gerade das gesehen? Der Magieschütze soll der präziseste Schütze in dem ganzen Clash Royale-Universum sein und der vergammelte gerade mal eben vier Schüsse auf diese Flugmaschine. Ja. Legit. Okay. Zack. Okay, das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf, ihr seht's, ne? Zack. Das ist ein Krampf. Okay, ich habe nichts gegen diese Flugmaschinen, es ist tot. Das Match ist vorbei. Weil bis hier mein Golem jetzt das Ganze tankt und mein Nächster kommt, wird sein Gift rauskommen, seht ihr. Zack. Okay, Mini-Packer raus. Alright. So, wir tanken Ganze. Wir müssen hier irgendwie... Ah, Mini-Packer kommt nicht dran. Ne. Dieses Match ist vorbei. Das ist nicht so ganz prima, aber wir müssen damit leben. Ne?
Wir müssen unser Schicksal manchmal akzeptieren, Leute. Manchmal sind Zeiten vorbei. Zeiten, die ich sogar angekündigt habe. Ist ja nicht so, dass ich nie gesagt habe, dass Clash Royale irgendwann mal tot ist, ne? Irgendwie, ich glaube, ich habe in 500 Specials gesagt, dass Clash Royale mal tot ist. Okay. Schade, ich habe jetzt meine Defense gegen den Mega-Ritter verballert. Könnte sogar ein fettes Unentschieden werden. Alter, wenn das ein Unentschieden wird, ne? Das wäre ziemlich, ziemlich krass. Nee, 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 das wird mich überrollen. Das ist jetzt sein Push. Sein Push wird mich überrollen. Okay. Oh. 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 Leute, genau deswegen bin ich einfach mal zu eines der 500 besten, zweitbesten Spielern. Ich gehöre zu den 500 zweitbesten Spielern, die es hier gibt. Weil ich dieses Match doch so gedreht habe. Oh, das war intensiv. Puh. Das ist Clash Royale mal wieder in seiner Reimform. So, zack, Grabstein noch dazu. Die ganze Challenge machen wir vielleicht in einem anderen Video. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, 3 Tage. Ich wollte nur die Infos über die neue Karte bringen und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und gebt mir Flosse. Flop.